Noch eine kleine Anmerkung, bevor das Video losgeht. Ich habe euch in einem der letzten Videos gesagt, dass ich bei der Produktion der saarländischen Serie Unter Tannen beteiligt war. Diese Folgen werden ausgestrahlt zwischen dem 25. und dem 28. Februar, jeweils um 18.15 Uhr im saarländischen Rundfunk. Diese Serie ist komplett mit Dialekten. Falls ihr ein bisschen Lust habt auf was Lustiges, schaltet doch gerne ein. Jetzt geht allerdings los mit dem Video, in dem ich mich ein wenig aufrege. Mache ich ja auch nicht so oft. Okay, ihr habt es alle mitbekommen. Artikel 13 wurde durchgewunken. Aber es gibt noch eine letzte Chance. Dazu allerdings am Ende des Videos mehr. Und schaltet jetzt bitte nicht ab, weil es geht uns alle was an. Ja, auch euch, jüngere oder ältere Zielgruppe. Und auch dich, Oma. Weil wenn das so sein wird, wie es jetzt geplant ist, dann wird es dieses Fatzebook nicht mehr so geben, wie es jetzt ist. Falls ihr jetzt allerdings keine Ahnung habt, worum es gerade geht, dann empfehle ich euch das Video von Jungs fragen. Einfach hier oben klicken oder erster Link in der Videobeschreibung. Artikel 13 muss aufgehalten werden. Viel schlimmer als dass die Medien, die öffentlichen Medien und die privaten Sender nicht über dieses Thema berichtet haben, obwohl das schon stark zu kritisieren ist, weil viele dann einfach gar nicht wissen, worum es geht, ist, dass die Politiker sich nicht an das halten, was sie versprechen. Aber jetzt zuerst mal zu den Sendern. Denn sie strahlen überhaupt nichts aus über dieses Thema, weil sie vielleicht denken, dass es einfach niemanden etwas angeht oder da sie denken, dass falls der Uploadfilter kommen sollte, dass sie dann vielleicht mehr Senderquoten bekommen, mehr Einschaltquoten. Mann, das geht gar nicht. Ich meine, sie müssen ja nicht unbedingt ihre Meinung über dieses Artikel 13 oder den Uploadfilter sagen, aber zumindest darüber berichten, damit auch die ältere Zielgruppe weiß, worum es geht, wäre schon gut. Ach, laber doch nicht. Niemals, komm her. Er hat absolut 5 Euro gefunden. Er geht weiter auf Geldsuche. Und zu den Politikern, da fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Sie bekommen Millionen E-Mails, in denen geschrieben wird, dass eigentlich niemand diesen Artikel 13 haben möchte. Petitionen werden unterschrieben mit knapp 5 Millionen Unterschriften. Zahlreiche Videos werden erstellt, in denen über Artikel 13 diskutiert wird oder welche, in denen Artikel 13 kritisiert wird und gesagt wird, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist, wie das hier auch. Und trotzdem, trotz all dieser Aspekte, trotz all diesen Gegenstimmen, wird für Artikel 13 gestimmt. Ich meine, klar, das war größtenteils die CDU, die mit all ihren Abgeordneten für Artikel 13 gestimmt hat. Aber trotzdem erlauben sie sich dann zu sagen, dass sie im Namen des Volkes stimmen? Was? Bitte, das ist nichts mehr im Namen des Volkes. Das sind eure eigenen Interessen, die gar nichts, wirklich gar nichts mit den Interessen der normalen Bürger zu tun haben. Aber es ist doch nicht alles verloren. Europaweit wurden am 23. März Proteste ausgerufen. Wann und wo genau, ist leider noch nicht bekannt. Deswegen haltet ihr euch bitte ein bisschen auf dem Laufenden und informiert euch bitte. Wir können das alles noch aufhalten, denn es gibt noch eine letzte Abstimmung im April, glaube ich, in der endgültig entschieden wird, ob Artikel 13 kommen wird oder nicht. In diesem Sinne, macht es gut, wir sehen uns. Ciao.